Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Italia im Friendly Challenge Projekt mit mir und dem lieben Ostra TV Moin. und dem lieben Fabi. Hallöchen. Hast du den Namen schon vergessen? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Jedes Mal, wenn du übrigens auf der so eine Denkpause. Naja, naja. So, weitere 16.000 Liter Weizen gehen auf Reise. Muss gerade was gucken, ob es noch richtig ist. Leute, in der 40. Folge. In der 40. Folge. Das ist auch nett. Was für ein Hof bin ich? Weiß es ganz gut, welcher Buchstabe. F oder G? Nee, G bin ich, das weiß D. ich. D. Genau, F und G sind wir. Sie ist D. Was denn jetzt? Du bist D. D. Ja, D. das habe ich auch mal geguckt. Doppel Die was D. an. D wie doppelt. So genau D wie wollte ich. Denker. Passte. So, und jetzt geht's an die letzte Spur ran. Ne, wir haben ja noch gleich ein kleines Feldchen hier draußen. Das machen wir auch noch fertig. Dann sind wir mit der Weizenernte aber durch, Leute. Wenn das Weizen ist. Ich glaube, es ist Weizen. Das andere. Bällchen, das kleine. Aber es müsste Weizen sein. Gut. Wir lassen nichts liegen, Leute. Nehmen auch noch das letzte Korn mit. Wichtig. So, und was wetten wir, dass der Waldroller gleich stehen bleibt und nichts mehr macht? Das ist ein bisschen zu alt. Moment, ich sitze seit 3 Folgen hier auf dem Ja, Drescher. genau, das sitzt. So, ab und kann. Also ich muss sagen, das ist das einzig Kontraproduktive, was ich an diesen Höfen hier sagen muss, mit den Silos. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich, ich hatte noch nie Probleme mit meinem Silo an meinem Hof. Aber ich glaube, ich habe es auch komplett anders konzipiert, mein Silo. Ich meine, sonst sind die Höfe echt genial, weil es gibt ganz viele Maps, da hast du entweder kein Silo, entweder du hast ein Silo dafür wenige Hallen oder keine Hallen. Dann hast du Silo und Halle, aber dafür keine Tiere. Und hier hast du halt wirklich alles. Das muss ich halt einfach sagen. Ich bin in mein Feld gefahren. Ich Ach wurde. so, deshalb macht er das nicht. Ich hab nicht überlegt, dass es mein Feld ist. Das hast du da vorne, ey. Mann! Mein schönes Sojabohnenfeld. Was für fahre zur Werkstatt? Du fährst überhaupt nicht zur Werkstatt, du Pimmelberger. Wie, wer ist jetzt. Was ist das jetzt für eine Meldung gewesen? Meiner wollte zur Werkstatt fahren. Nix, gib Ist es gut. nicht. Ist gut. Denn wo ist dass man hier instand halten, abladen, Martin. umfahren, automatische Reparatur, nein. So, jetzt beweis mir bitte, dass du abbunkern kannst hier. Nee. Will er nicht. Ach, das ist als Rundbahn eingezeichnet, was ist das denn? Ach, es ist nochmal Weizen, Leute, das ist gut. Weil hier kriegen wir. Nee, vergiss es. Ich würde jetzt einfach mal roundabout schätzen, hier kriegen wir noch einen halben Korntank voll. So gut. Ah,
das ist so geschmeidig mit diesem Drescher, weil der eine schöne Arbeitsbreite hat. 7,80 Meter. Das eingefahren kriegen würde. Doch. 50% bringen wir locker noch rein in den Korntank. Es sind noch 4 Bahnen, würde ich schätzen. Ja, das muss ich beim nächsten Mal abbunkern probieren. Dann kann ich sogar automatisch abfahren lassen. 30. Okay, jetzt mal gucken, wie viel gibt eine Bahn. So circa kann man danach hier rechnen. Ich war bei 25, lande bei 33. 8% pro Bahn. Ich habe noch 3 Bahnen vor mir. 16,24%. Das heißt, ich sollte rausgehen mit 57%. Das ist gut. Gut. Hast du eigentlich mittlerweile das Horsch Aggravation Pack runtergeladen, Ossi? Ja. Flüstert Ossi auch. Was? Jetzt flüsterst du auch. Nein, hab ich nicht. Okay, jetzt hat man's gehört. Dann müsst ihr mal. Nee, stopp. Ich darf's nicht hier sein. Alles gut. Hab ich dir jetzt so laut, oder? Ja, genau, das denkst du auch. Jetzt ist er auch wieder am Brüllen hier. Flüstert er die ganze Zeit, oder? Das hattest du aber gerade tatsächlich auch. Die 57% werden es nicht werden, das ist schade. Es wären geworden, die 57%, aber weil es doch nicht 3 ganze Fahrspuren sind, es sind nur noch eine halbe. Wir haben erst 49%. Wir bräuchten noch 8%, das ist genau eine volle Bahn, aber das ist ja eine halbe Bahn. Dann, naja. Voll oder eine halbe? Das ist eine voll. Eine halb, Mann! Jetzt hast du mich rausgefahren! Ja. Voll erreicht. Aber doch. 53% haben wir geschafft. Das ist ja doch was Gutes. Anstatt das Feld verdöhnen lassen. Klar, muss man sagen, es sind 4000 Liter, Leute. Ja, sehr schön. Wir haben einmal Dünger bezahlt. Wir haben nur einmal gedüngt mit der Saatmaschine. Mehr nicht. So. Können wir kurz den Drescher nochmal entladen gehen? Den Schneidwerkswagen abholen hier. Dann wird das was. Wir haben doch über 30.000 Liter Weizen. Ist auch gut. Wann ist denn der beste Preis für Weizen? Sicherlich nicht jetzt. Dezember. Was haben wir denn jetzt? Juli. Ah, ausgerechnet. Nee, der schlechteste Preis ist morgen. Ja, dann lagern wir es ein. Das ist ja auch kein Thema. 30.000 Liter. Das soll auf 720 Euro die Tonne werden. Da können sich ja jetzt einige ein Bild machen. Das sind 7,2, 14,4, 21,6. Das geben schon wieder 10 Kühe. Oh, warum ist denn jetzt der Hof voll? Mann, das ist ja... Ist noch nicht mal was, wofür ich cool...
kontraproduktiv, wenn der Hof ein bisschen voll steht, für mein Silo zu kommen. Hm. Aber sonst ist alles gut. So, können wir jetzt mal den guten MF wegfahren? Können wir sonst mit dem MF kurz den Schneidwerkwagen abholen? Geht auch. Können wir hier unser guter Düngestreuer runterlassen? Warum habe ich jetzt den MF? Ach. Manche Sachen. Manchen Sachen geht das einfach nicht. Als so. Sehr schön. Auf in die sechste Bahn auf dem Acker. Wie sieht's denn aus? Noch 13 Minuten ist er fertig mit Zettern. Das ist gut. Können wir hier die anderen Sachen hier machen? Ich möchte gerne schon schwadern lassen über CP, dass ich mit der Ballenpresse abfahren kann, also die Ballenpresse mit CP nachher laufen lassen kann, dass ich nachher einfach nur noch die Ballen abholen kann, persönlich. Sind wir schon dran? Oh, schön, ist alles funktioniert. Also läuft. Das, was hier läuft, ist das Korn in den Korntank. Flüssigdünger läuft. Mit dem Drescher sind wir fertig. Also, fürs Weizen. Irgendwie der Triebsatz hört sich nicht so gut an von meinem Drescher. Der macht so komisch Geräusch. Naja. Der Bunker lässt sich nicht zusammenfahren. Naja. Da wird Rohr ein oder macht den Tank leer. Ah, jetzt geht es zu. Nee, das war nicht an dem gelegen. Keine Ahnung. Naja. Was. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Gut, das ist. Das könnte ja schon so stimmen, aber es war wirklich so. Ich musste den Drescher kurz aus- und einschalten und dann ging's. Ding, falsche Bahn. Ich muss. Fahren. Geht doch. Oder, genau, wir machen das anders mit dem Schwadern und Ballenpressen. Ich könnte ja meinen Schwader mit runternehmen, meinen Frontschwader. Und der soll den Frontschwader mit dem anhängen. Das geht. Das geht. Dann stampfen wir uns jetzt mal kurz den Fendler, oder? Das geht. Das geht super. Das machen wir. Das ist perfekt. Das ist eine ganz gute Idee. Den Anhänger können wir sonst hier drin lassen. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann nehmen wir uns jetzt mal kurz Frontschwader.
Genau. War das schon mal fertig? Können wir in der Zwischenzeit ja Ballen fressen gehen? Aber wollen wir das jetzt mal kurz hier anders machen? Es geht, das würde auch gehen. Passt. Sehr schön. Rezept befüllen. Dann lassen wir das jetzt mal hier noch stehen. Dann können wir hier hinten dran schon mal den hängen. Ja, den brauche ich hier. Jo, Abfahrt. Oh, das war Ost. Ja, gleich schon wieder zum Silo fahren. So, machen wir das. Dann brauchen wir den Vierkreisenschwader gleich gar nicht. Dann werden wir fertig jetzt mit Zettern, Leute. Ist ja auch jetzt. Also wenn ich jetzt das gleich in die Hand nehme, als stand, gut, kurz Feld 52 reinmachen. Jetzt war da schön spritzen. Alter, wir haben gerade gut zu tun. Den nicht packen, Leute? Deshalb müssen wir... Ich verstehe gar nicht, was du für einen Stress hast. Ja. Doch, ich habe fast nichts zum Tun. Ja gut, ich habe schon was zu tun hier, das bisschen. Naja, also ich will nichts dazu sagen, aber ich habe gerade zu tun wie ein Berg voll Affen. Mhm. Ich habe gerade extrem was zu tun. Ich habe jetzt auch gerade alle Felder halt, die runterruppen muss, aber als nächstes kann ich halt dann drüber heizen und die wieder durchbügeln so. Oh, alles ganz entspannt, ich habe Zeit satt. Stimmt, ich habe schon angefangen zu dreschen. Nee, das geht bei mir gerade irgendwie nicht. Ja, ich habe noch zwei Felder, die ich dreschen muss, also so ist jetzt nicht, aber... Die muss ich nicht mehr heute dreschen. Ich muss noch zu... Also, bei mir auf dem Hof. Ach, shit. Deshalb wollte der noch 12 Minuten. Egal, mach mal kurz. Warte, dann machen wir anders. Statt der CP-Fahrer, wir brauchen ein bisschen weniger lang. Heizen hier ein bisschen kreuz und quer drüber. Das geht aber. Wenn er gleich zu Hause ist, dann müssen wir den mal richtig einstellen. Wir müssen noch unbedingt... Strohballen fressen auf dem Feld gerade neben dem Hof, Leute. Dann müssten wir auch noch mähen auf. Circa 9,5 Hektar zum Dreschen dann. Ja, also, das ist. Was hast du zu dreschen? Was? Was hast du zu dreschen? 9,5 Hektar. Nee, ich meine Sojabohnen. Ja, Sojabohnen und Weizen. Ah, okay. Das ist ja chillig. Ich hab auch noch ca. 4 bis 5 Hektar Sojabohnen zum Dreschen. So, das ist gemacht. Nochmal raus. Aber, Jackie. Aha, okay. Meine lieben Freunde, aber wir sind schon durch.
Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen, Abo da lassen oder unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.